Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, die Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erweiterter Informationszugang für Frauen bei Schwangerschafts- und Konfliktberatung, Berichterstattung von Kollegin Erfurth. Sie reden auch für die Fraktion? Nein. Oh, hätte das sein können. Nein, ihr wollt doch ohne Aussprache. Entschuldigung, hier steht 5 Minuten Aussprache. Sie haben das Wort. Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung aus dem Sozialausschuss vortragen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimmen von SPD und FDP den Entschließungsantrag anzunehmen. Vielen Dank. Es liegen keine Wortmeldungen vor. Damit können wir... Ja, liebe Freunde, ich habe Zeit. Frau Kollegin, ich habe Zeit. Frau Kollegin Gnadl hat das Wort. Wer ist denn das überhaupt? Das ist die, wir sind das. Also, wenn es Einigung beherrscht, dass die Antragsteller anfangen, dann gehe ich mal davon aus, dass Frau Kollegin. Ich kann ja ein bisschen mischen noch. Frau Kollegin Alex hat das Wort. Trotzdem. Denn, meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich die Antragsteller abwarten, aber die halten sich bei diesem Antrag noch zurück. Ich weiß oder ich bin davon ausgegangen, dass Frau Erfurth dazu sprechen wird heute und Frau Schott, beides frauenpolitische Sprecherin, beide in der Frauenpolitik versiert. Und ich hätte Ihnen gewünscht, dass Sie zu einem richtigen, starken frauenpolitischen Antrag hier heute in der letzten Debatte reden können und nicht zu einem Antrag, bei dem man sich unwillkürlich fragt, wieso hat eigentlich einer für diesen Antrag sein PC hochgefahren. Die, ja, rufen Sie ruhig dazwischen. Das habe ich gern. Das werden wir noch häufiger machen in einem Landtag demnächst mit 91 Männern und 46 Frauen, glaube ich, in dem die Griesgrame durchaus überwiegen werden und sicher auch dazwischen rufen werden, gerade bei frauenpolitischen Themen. Es war ausgegangen vom § 219a, ein Paragraph, meine Damen und Herren, von dem ich dachte, dass es den gar nicht mehr gibt, dass das ein Irrtum ist und dass jeder, der das sieht, einsehen muss, dass das ein völlig überholter Paragraph ist. Da muss ich mich eines Besseren belehren lassen. Es ist leider so, dass es immer noch Menschen gibt, die Schwangerschaftskonfliktberatung zusammenbringen mit den Gedanken Schuld und Strafe und die es gerne haben, dass Frauen es nicht so einfach haben, dass Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, es ebenfalls nicht so einfach haben. Im Zuge dieser Diskussion kam dann auch die Frage auf, wäre es nicht gut, wir hätten eine Liste von Ärztinnen und Ärzten, die die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, damit Frauen sich unabhängig dem Arzt ihres Vertrauens anschließen können. Und so steht es auch in dem Antrag. Nur, das ist das Problem. Wenn ich einen Arzt habe in meinem ganzen Landkreis, brauche ich nach dem Arzt meines Vertrauens nicht zu suchen. Und wir haben von der Landesregierung die Informationen dazu, dass es in manchen eben nur einen gibt. Da heißt es nehmen oder lassen. Des Weiteren haben wir über 8000 Abbrüche nach Beratung im Jahr. Und wenn ich mir den Landkreis Gießen anschaue, Stadt Gießen anschaue, die
Frau Dr. Hinnel, die Ihnen ja bekannt ist, ist die Einzige in diesem Bereich, die Schwangerschaftsabbrüche macht. Dann fragen wir uns natürlich, wieso haben wir dort eine Universitätsklinik, wenn die nicht einen einzigen dieser Abbrüche macht. Das ist richtig, Herr Minister, wo Sie schon dazwischen reden. Es ist kein Zwang dazu. Aber es wäre doch schön, wenn wir ausgebildete Ärzte hätten. Und zufällig werden an Universitätskliniken Ärzte ausgebildet. Herr Minister, ich verstehe das, dass Sie dazwischen reden. Denn Sie reden zwar noch nach der Debatte nachher. Das Problem ist nur, Sie kommen in diesem Antrag gar nicht vor. Und die Landesregierung hat auch keinen Auftrag laut diesem Antrag. In diesem Antrag ist es nämlich so, dass der Landtag einen Auftrag bekommt. Der Landtag soll helfen, Listen zu erstellen. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir diese Unterstützung machen? Haben wir das getan? Das werden wir gleich mal erfahren, indem wir heute die Hand für diesen Antrag heben. Oder sollen wir eine Taskforce Hessischer Landtag Schwangerschaftskonfliktberatung bilden und selber losziehen? Also ich kann ja verstehen, und das meine ich ernst, ich kann verstehen, wenn man als fortschrittliche Frauenpolitikerin daran verzweifeln kann, wenn man ein konservativer Klotz als retardierendes Moment am Bein hat und die nicht umsetzen kann. Aber dieser Antrag setzt wirklich dem Ganzen die Krone auf. Jetzt beauftragt der Landtag sich selber, die Arbeit zu tun, die eigentlich die Landesregierung machen soll. Das ist neu. Und es ist ein Zeichen. Die Redezeit ist vorbei. Das ist ein Zeichen wirklich frauenpolitischer Hilflosigkeit. Ich hoffe, es wird besser, aber ich glaube es nicht. Wer ist denn das hier? Okay. Das Wort hat Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Kollegin Alex hat recht, und wir haben dem Antrag trotzdem zugestimmt. Wir haben dem Antrag deshalb zugestimmt, weil er der kleinste gemeinsame Nenner war, der überhaupt möglich war in diesem Haus. Das ist ein Trauerspiel, und das muss man einmal in aller Deutlichkeit sagen. Das Trauerspiel lautet, dieses Haus hier konnte sich nicht dazu aufraffen, zu sagen, der § 219a ist gestrig, unrealistisch und hat nichts mehr mit der Realität zu tun und schon gar nicht mit der Realität der Anzeigen, die gerade gegen Ärztinnen auch im Land Hessen, insbesondere im Land Hessen, laufen. Diese Ärztinnen haben nichts getan, was irgendetwas mit dem Wort Werbung zu tun hätte, werden aber aufgrund dieses Herr Minister, wenn das ein Naja war, dann kann ich nur sagen, Sie sind frauenfeindlich, und zwar im höchsten Maße. Wenn eine Frauenärztin die Abbrüche macht, legal, auf ihrer Homepage genau dieses Wort niederschreibt unter ihren Tätigkeiten und das angeblich dem Tatbestand dieses Paragraphen erfüllt, dann ist dieser Paragraph gestrig, dann hat das nichts mit Werbung zu tun, und da sind solche Äußerungen wie die gerade eben unangemessen, Herr Minister, unangemessen. Welcher Kanonaden von Beschimpfungen, von Bedrohungen und Diffamierungen sich die Ärztinnen in Hessen zurzeit ausgesetzt sehen, Herr Minister, das sollte Sie interessieren. Und Sie sollten hinter diesen Frauen stehen. Sie sollten öffentlich Bekenntnis ablegen, dass diese Frauen eine gute und wichtige Arbeit machen und nicht solche Randbemerkungen in diesem Saal. Und das ist genau die Debatte, die wir führen in diesem Land. Ob es nämlich das Na-ja ist, das sagt, eigentlich haben Frauen nicht abzutreiben, und es ist schon gut, wenn man sich ein bisschen zur Wehr setzt,
oder ob es eine moderne Familienpolitik gibt, in der wir sagen, es kann zu Schwangerschaften kommen, die Frauen aus welchen Gründen auch immer nicht austragen wollen oder können, und dann müssen sie gute, sichere, medizinisch bestens versorgte Wege finden mit der besten Informationspolitik, die es in diesem Land gibt, und die muss zugänglich sein. Das ist die Grundsatzfrage, um die es geht, und das ist die Debatte, die gerade in diesem Land geführt wird. Und die sollten wir sachlich und im Interesse der Frauen und modern führen und nicht rückwärtsgewandt. Und ja, es gibt Menschen, die nutzen diesen Paragraphen. Und in der Zwischenzeit wissen wir ja auch, wer diese Personen sind, ohne dass man erkennen könnte, welches eigene und persönliche Interesse sie daran haben. Sie nutzen es, um Jagd auf Ärztinnen und Ärzte zu machen, anders kann man das nicht nennen, die ihre Arbeit machen, die ihre Arbeit nach dem Gesetz und ordentlich machen. Und wenn wir dann hier Aussprüche einer Ministerin haben, die sagt, na ja, dann könnte ja auch gleich die beratende Ärztin den Termin für den Abbruch anbieten, dann, Frau Justizministerin, zeugt das davon, dass Sie offensichtlich die Gesetzeslage nicht kennen, weil darin steht eindeutig, dass der beratende Arzt und die beratende Ärztin den Abbruch nicht durchführen kann. Also auch das ist ein Zeugnis davon, wie diese Regierung zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch überhaupt steht. Und das geht so nicht, wenn Sie nicht anderen reaktionären Kräften das Wort reden wollen. Aber Sie tun das. Sie tun das in sehr bedauerlicher Weise. Und ich bedauere zutiefst, dass die GRÜNEN in diesem Landtag sich davon unter Druck setzen lassen und nicht Mann und Frau stehen und sagen, es geht so nicht. Dieser kleine Antrag ist sozusagen der Abfangjäger eines unserer Anträge, der deutlicher war und der gesagt hat, wir wollen, dass die Gesundheitsämter diese Listen führen. Jetzt sagen Sie Quatsch. Vielleicht hören Sie mal auf mit dem Zwischenreden, Herr Minister. Das ist nämlich nicht Ihr Job. Sie können gerne hier vorne ans Pult reden und reden, wenn Sie etwas zu sagen haben. So. Meine Damen und Herren, erster Punkt. Haben Sie mir was zu sagen, Frau Kollegin Schott, ich habe das Wort eben. Herr Kollege Rüttner, ich bitte Sie, unter der Regierungsbank zu schweigen ab jetzt. Bitte schön. Er schweigt überhaupt nicht, war die Antwort. Liebe Frau Schott, noch nehme ich zu dem Sinne, was ich höre. Bitte schön, Sie haben das Wort. Also, wir sollten uns überlegen, ob wir eine moderne und den Frauen zugewandte und familienfreundliche Politik machen wollen. Und dann müssen wir das mit allen Konsequenzen. Und das heißt auch, wir müssen die Ärztinnen und Ärzte schützen, und wir müssen den Frauen die notwendigen Informationen zukommen lassen. Beides wird von dieser Regierung nicht ernsthaft betrieben. Beides kann man bedauern, aber man muss es anklagen, und man muss deutlich sagen, mit diesem Sozialminister haben Ärztinnen und Ärzte keine Unterstützung, und mit dieser Landesregierung stehen die Frauen im Regen. Das Wort hat der Abg. Dr. Bartel für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN soll die Wertschätzung der Schwangerschaftskonfliktberatung hervorheben und Umfang und Qualität der Information für die betroffenen Frauen im Rahmen der geltenden Gesetzeslage stärken. Es gibt sicherlich unter den Koalitionspartnern in Wiesbaden und in Berlin unterschiedliche Auffassungen, ob die Gesetzesregelungen § 218, 219 so weiterhin Bestand haben sollen, das ist die Überzeugung der Union, oder ob hier Veränderungen durchgeführt werden sollen, wie das die Koalitionspartner in Wiesbaden und Berlin wünschen. Die Koalitionspartner in Wiesbaden sind sich aber sehr einig darüber, dass es im Rahmen der jetzt gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen Möglichkeiten gibt, Beratung, Information und Betreuung der Frauen, die sich in einer Konfliktlage befinden, zu erweitern und zu verbessern. Dies kann den Betroffenen, die ihre Situation zuweilen als ausweglos empfinden, auch praktisch
und in absehbarer Zeit helfen. Und ich glaube, das interessiert die Betroffenen mehr als solche Debatten, wie sie von meinen Vorrednerinnen eben geführt worden sind. Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen müssen gut ausgestattet sein. Sie müssen in der Gesellschaft eine hohe Anerkennung haben, und zwar unabhängig davon, welche Position man in den Fragen § 218-19 vertritt. Sie müssen gut vernetzt sein mit Organisationen, die Hilfen anbieten, die natürlich auch immer weiter angepasst und erweitert werden müssen. Und der Zugang zu den Beratungsstellen darf nicht durch physischen, psychischen Druck eingeschränkt werden. Jegliche Stigmatisierungen bis hin zu Fotografieren mit Handys müssen ausgeschlossen werden und sind auch nicht durch ein Demonstrationsrecht gegenseitig aufzuheben. Wenn sich nach einer erfolgten und dokumentierten Beratung in der Beratungsstelle die betroffene Frau zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließt, der Rechtslage entsprechend gehandelt hat, ihre Verpflichtungen eingegangen ist, muss sie auch Zugang zu einer qualifizierten medizinischen Betreuung bekommen. Und hierzu gehört auch eine freie Arztwahl. Die Betroffene muss auf jeden Fall Zugang zu mehreren Fachärzten haben. Sie muss die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob sie den Eingriff eher wohnortnah oder lieber in einer Entfernung vom eigenen Wohnort, etwa in einer Großstadt, vornehmen lassen möchte. Und aus diesem Grund müssen die Listen, die nach dem Beratungsgespräch ausgehändigt werden, umfangreich sein, umfangreicher als gegenwärtig. Die Erstellung könnten auf den Ebenen Fachgesellschaften, Krankenhausgesellschaften und Gesundheitsämter erfolgen. Die Aushändigung könnte in den Beratungsstellen stattfinden. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass durch solche Maßnahmen das Vertrauen der betroffenen Frauen in die Organisation der Schwangerschaftskonfliktberatung, der medizinischen Versorgung und auch ganz besonders in unsere rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen gestärkt werden. Besten Dank. Das Wort hat Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben im Sozialausschuss des Hessischen Landtags sehr intensiv, wir haben hier im Plenum schon sehr intensiv darüber diskutiert, wie der § 219a, die Frage Werbeverbot bei Schwangerschaftsabbrüchen, wieder zu werten ist, wie die einzelnen Fraktionen dazu stehen. Und es ist ganz klar, aus Sicht der Freien Demokraten muss es hier eine Veränderung der Rechtslage auf Bundesebene geben, dass eben solche Fälle, die jetzt auffällig geworden sind, dass diese Ärzte sich eben nicht mehr vor Gericht verantworten müssen, sondern dass hier eine klare Rechtslage geschaffen wird, dass solche Vorfälle nicht mehr vorkommen, dass man auch im Internet feststellen kann, wo jemand so eine medizinische Leistung anbietet. Das ist klar unsere Haltung, und dazu stehen wir. Ich finde es auch sehr schade, dass wir oder dass der Eindruck entstehen könnte, dass Dinge, die für mich zumindest klar in Deutschland geregelt sind, die akzeptiert sind, die respektiert sind, dass die immer wieder neu erfochten werden müssen, von den Frauen vor allem neu erfochten werden müssen. Und für mich ist es schon eine, ja, ich will sagen, eine nicht nur ärgerliche, sondern auch beschämende Situation, dass sogenannte selbsternannte Lebensschützer den Zugang zu Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen mehr oder minder schwierig machen für jemanden, der in einer besonderen Situation ist und sich eben nicht stigmatisieren lassen möchte. Und dass es hier keine klare Position gibt und dass wir nicht in der Lage sind, den Zugang so zu sichern. Und darum zeigt es, dass Dinge, und wir haben da heute ja schon mal drüber gesprochen, dass Dinge, die unsere Gesellschaft ausmachen,
Dinge, die selbstverständlich waren, scheinbar doch immer wieder neu erfochten werden müssen und den Respekt vor diesen Dingen neu erfochten werden müssen. Wir als Freie Demokraten haben da eine ganz klare Haltung. Ich glaube, dass die entscheidenden Möglichkeiten, hier gesetzlich vorzugehen, vor allem auf Bundesebene liegen. Und da haben wir uns auch klar positioniert. Und von daher, unsere Haltung ist klar. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen dienen dazu, Frauen alle Möglichkeiten darzulegen, wie sie eben doch vielleicht dieses Kind oder die Herausforderungen, die um die Geburt des Kindes liegen, bewältigen können. Aber wenn sie der Auffassung sind, sie können das nicht, dass sie sie auch unterstützen bei den weiteren sehr für sie sicherlich sehr schweren Entscheidungen und schweren Weg. Und von daher lassen Sie uns gemeinsam, und das war das, glaube ich, was auch viele Vorrednerinnen hier besonders verärgert hat, dass wir an so einer schwierigen Fragestellung hier nicht zu einem breiteren Konsens fähig waren, dass der eigentlich auch gar nicht gewollt war, sondern dass man hier, ja, wie soll ich das sagen, einen sehr inhaltslosen Antrag der Koalition auf dem Tisch liegen hat und dass das einfach auch ärgerlich ist. Das ist klar. Wir haben den deshalb auch abgelehnt und deshalb werden wir auch gegen die Beschlussempfehlung stimmen. Und ich glaube, zu dem, wie wir inhaltlich zu diesen Fragen stehen, habe ich genug gesagt. Vielen Dank. Es liegen keine. Entschuldigung, Frau Kollegin Erfurth von den Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt doch, habe ich ein bisschen Zettel gefunden. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht noch einmal zur Erinnerung, weil ja vorhin ein bisschen Verwirrung war, dass ich mich nicht gleich zu Beginn zu Wort gemeldet habe. Der Tatbestand ist der, die Fraktion der SPD hat diesen Beschlussempfehlung aufgerufen, hier heute noch einmal im Plenum zu reden. Und deshalb habe ich natürlich auch der aufrufenden Fraktion die Gelegenheit geben wollen, ihre Haltung dazu noch einmal hier deutlich zu machen. Und ich, Frau Kollegin Alex, und so sehr ich mich auch freue, dass wir heute noch einmal zum letzten Tagesordnungspunkt der Plenarsitzung, der noch mit Redezeit belegt ist, auch noch einmal Gelegenheit haben, über Frauenpolitik zu sprechen. Genauso sehr frage ich mich, warum Sie sich ausgerechnet eine Beschlussempfehlung vom 9. Mai ausgesucht haben, die wir am 9. Mai im SIA verabschiedet haben, und warum wir das heute dann ihr noch einmal aufrufen. Aber gut, ich habe Ihrer Rede sehr genau zugehört, und es hat sich mir dann auch noch nicht so wirklich erschlossen, was Sie dazu bewegt hat. Außer dass wir das, was wir hier schon mehrfach ausgetauscht haben, noch einmal austauschen können. Ja, und es stimmt, da kann ich Ihnen nur zustimmen, und das haben ja alle anderen Rednerinnen und Redner auch gesagt. Es gibt ein Problem mit der aktuellen Rechtslage zur 219a Strafgesetzbuch. Aber auch das wissen wir, das Strafgesetzbuch ist ein Bundesgesetz, und das kann auch nur der Bundestag in Berlin ändern. Und daher habe ich mich auch sehr gefreut, dass die SPD eine Änderung der Vorschrift in Berlin angekündigt hat und das auch mit dem Koalitionspartner in Berlin vereinbart hat. Wir wissen, das hat ja auch der Kollege Dr. Bartels hier sehr ausgeführt, dass es Schwierigkeiten gibt, sozusagen hier Übereinkommen zu erzielen mit den jeweiligen Koalitionspartnern. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für die klaren Worte, die Sie dafür gefunden haben. Und jetzt sage ich einfach einmal, angekündigt war für den Herbst für Berlin eine Änderung der aktuellen Rechtslage. Jetzt kann man sich einmal fragen, wie lange geht der Herbst? Also, ja, man kann sagen, bis zur Wintersonnenwende, das ist der 21. Dezember, dann hätten wir noch ein bisschen Zeit, um auf eine Entscheidung aus Berlin zu warten. Oder meteorologisch, dann wäre es der 1. Dezember gewesen. Dann wäre die Entscheidung aus Berlin überfällig. Also bei aller, du brauchst gar nicht, Kollege Schäfer-Gümbel, wir haben gemeinsam in Gießen vor dem Landgericht gestanden und haben uns dafür ausgesprochen, dass eine Änderung des 219a überfällig ist. Und ich warte genau wie andere auch darauf, dass es eine Einigung gibt, wie man. Ja, das weiß ich sehr wohl, dass das. Herr,
Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich weiß ja genau, dass man in Koalitionsvereinbarungen, in Koalitionsverhandlungen und auch im Gespräch mit dem Koalitionspartner durchaus unterschiedliche Wege gehen muss und auch durchaus nicht immer das eigene Programm durchsetzen kann. So, deshalb wundere ich mich, dass Sie das heute hier wieder thematisieren und so tun, als müsste das Schwarz-Grün in Hessen richten. Das ist ja mitnichten so. Und wir haben uns, glaube ich, hier, und das ist ja, und das, wenn Sie mich ausreden lassen, Herr Kollege, und da sind wir ja auf einem guten Weg. Das hat ja der Kollege Dr. Bartels hier sehr genau ausgeführt, weil wir uns nämlich einig sind, dass es so nicht geht, weil wir uns einig sind hier in Hessen, dass diese jetzige Rechtslage die Frauen diskriminiert und ihnen den Weg, nämlich einen transparenten und offenen Informationszugang erschwert, dass das ein unhaltbarer Zustand ist für die Frauen und auch für die Ärztinnen und Ärzte und die Praxen, in denen Abbrüche vorgenommen werden können, dass das so nicht bleiben kann. Und wir arbeiten sehr engagiert, das haben Sie ja auch dem Vortrag von Dr. Bartels entnommen, sehr engagiert daran, Lösungen zu finden, die den Frauen helfen und die den Ärztinnen und Ärzten helfen. Genau das ist der Weg, den wir hier in Hessen gehen, sozusagen ein Weg, der tatsächlich hilft. Und da sind wir bei, das zu erarbeiten. Da höre ich von Ihnen immer nur, das ist alles nichts. Ja, ich finde, da sind wir durchaus ein Stück weiter, als Sie es in Berlin geschafft haben. Und ich bin sehr gespannt, was für eine Änderung im 219a, im 219a am langen Ende dazu führen wird, dass wir diesen unhaltbaren Rechtszustand, da sind wir uns, glaube ich, einig, diesen unhaltbaren Zustand mal beenden können. Denn es kann wirklich nicht sein, dass eben Ärztinnen und Ärzte ständig mit einem Fuß sozusagen vor dem Gericht stehen, nur weil sie darüber informieren wollen und auch müssen, nach meiner Wahrnehmung, dass sie in ihrer Praxis einen Abbruch durchführen würden, wenn dann eine Frau den entsprechenden Beratungsgang durchlaufen hat. Und da gibt es viele Abstufungen, wie man am Gesetz arbeiten könnte. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann am langen Ende wird. Und wie gesagt, wir machen das hier in Hessen, was wir machen können, und wir haben uns darauf verständigt, das ist eine politische Willensbekundung der Fraktionen, wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine solche Liste ermöglichen wollen, um sozusagen unterhalb der Änderung einer gesetzlichen Vorschrift auch dafür sorgen, dass Rechtssicherheit geschaffen wird und dass Informationen möglich sind für Frauen und auch für die Ärztinnen und Ärzte. Und daran arbeiten wir weiter, und ich bin zuversichtlich, dass die künftige Landesregierung auch daran weiterarbeiten wird. Und ich freue mich dann, mir dann auch das Endprodukt anzusehen. Und dann hoffe ich doch, wir haben ein gutes Ergebnis. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, es gibt keine weitere Wortmeldung mehr vor. Damit ist die Aussprache beendet. Ich stelle fest, dass Beschlussempfehlung und Bericht gegeben sind. Wer den Beschlussempfehlung und dem Bericht zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Ja. Eins, zwei, drei. Wer ist dagegen? Stimmen, Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass dafür gestimmt hat. Oh. Ich gucke jetzt auch nach links, nur damit ich Sie sehe, Frau Kollegin. Alles klar. Okay. Dann stelle ich fest, dass bei Zustimmung der Fraktionen von CDU und Grünen und Ablehnung der Fraktionen von SPD und Linke, richtig, ganz das überrascht mich, deswegen bin ich etwas vorsichtig gewesen. Das ist in meinen letzten Sekunden dieses Lebens ist es auch notwendig. Also CDU, Grüne und Grüne und Linke und die SPD hat dagegen gestimmt und die FDP hat dagegen gestimmt. Frau Kollegin hat sich der Stimme enthalten. Damit ist der Beschlussempfehlung angenommen mit Mehrheit. So, jetzt räumen wir die Tagesordnung ab. Dann bitte ich Sie noch 3 Minuten mir Gehör zu verschaffen und dann können wir nach Hause gehen. Ich rufe auf Top 12, Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Verpflichtungserklärung für syrische Flüchtlinge. Die Berichterstattung, Herr Kollege Klee, wir verzichten auf Berichterstattung. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. CDU und GRÜNE, wer ist dagegen? Die anderen Fraktionen des Hauses. Damit stelle ich fest, dass sie mit Mehrheit angenommen worden ist. Tagesordnungspunkt 14, Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Ungerechtigkeit durch Kostenübernahmen beim Schülerticket abbauen. Berichterstattung.
Den habe ich aufgerufen. Also, ich rufe ihn gleich nachher auf. Ich wiederhole noch einmal. Ich habe aufgerufen den Punkt 12. Den mache ich jetzt fertig. Darf ich weitermachen? Dieser Berichtsantrag ist von mir aufgerufen worden. Punkt 12. Ich wiederhole ihn jetzt nicht mehr. Wer dem Beschlussempfehlung zustimmen kann, bitte das Handzeichen. Top 12 bin ich eben. Ich lasse es noch einmal wiederholen, lieber Herr Kollege. 11 wird wiederholt und 12 bin ich jetzt dabei. 11 habe ich noch nicht aufgerufen, Herr Kollege. Ist das schwierig? Herr Kollege Rudolph, bitte schön. Nicht schwierig. Sie haben mit Punkt 12 begonnen, den haben wir eben abgestimmt. Sie hatten dann den Punkt 14 aufgerufen. Und deswegen müssen wir jetzt mal entscheiden, in welcher Reihenfolge wir nachgehen, ob wir dann den Punkt 11 am Schluss machen. Sonst führt das nämlich, glaube ich, zur Verwirrung des Hauses. Und das müssen wir uns in der letzten. Also, meine Damen und Herren, dann, um alle Klagen zu beseitigen, ich wiederhole Punkt 12. Ich habe das Ergebnis nicht festgestellt gehabt. Oder? Guck mal nach. Okay, dann ist in Ordnung so. Dann rufe ich noch einmal auf, was ich noch nicht gemacht habe, den Tagesordnungspunkt 11. Das ist die Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion FDP betreffend Flüchtlingsbaden nicht im Regen stehen lassen. Berichterstatter Herr Kollege Klee. Es wird auf Berichterstattung verzichtet. Wer dem Beschlussempfehlung zustimmen kann, bitte das Handzeichen. CDU, GRÜNE, wer dagegen ist. SPD, FDP und DIE LINKE. Damit ist mit Mehrheit angenommen. Die Kollegin Öztürk. Öztürk, Enthaltung? Nein, dagegen. Ihr müsst noch bitte mit darüber gucken, weil es mal durcheinander geht. Ist notiert. Dann komme ich dann zu Punkt 14. Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Ungerechtigkeit durch Kostenübernahme beim Schülerticket abbauen. Berichterstattung Kollegen Heitland. Wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt dem Beschlussempfehlung zu? CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die übrigen Mitglieder des Hauses. Damit ist mit Mehrheit angenommen. Top 15, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Gesundheitsämter müssen über Schwangerschaftsabbruch informieren. Berichterstattung, Kollege Ravensburg, wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, FDP, GRÜNE, wer ist dagegen? SPD, LINKE und Frau Öztürk. Damit ist mehrheitlich angenommen. 16, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Abg. Eckert, Barth, Faeser, Frankenberger, Kröger, Holtschuh, Weiß, SPD-Fraktion betreffend Behandlung von freiberuflichen Leistungen innerhalb der EU-Schwellenwerte. Berichterstattung, Frau Kollegin Barth. Berichterstattung wird verzichtet. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die LINKE und Frau Öztürk. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP-Fraktion. Ich stelle mehrheitlich fest, Annahme der Beschlussempfehlung. 17. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend Engpässe bei der Verwertung und Beseitigung von Erdaushub und Böden in Hessen und damit verbundene Kostenexplosion bei Bauprojekten durch teure Entsorgung. Berichterstattung, Frau Kollegin Ravensburg. Wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt zu? CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die übrigen Mitglieder des Hauses, damit mehr. Die Linksfraktion. Frau Kollegin Hartzöck hat mitgestimmt, klar. Nein, die Linken nicht. Die Linken nicht. Die Linken. Wer ist dagegen? Noch einmal. SPD, FDP und Frau Öztürk so rum. Und die Linke? Ich frage Sie noch einmal. Ja, okay. Damit Enthaltung. Trotzdem mehrheitlich beschlossen. Ich rufe auf Top 18. Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE und der FDP betreffend Änderung der Hessischen Geschäftsordnung des Landtages. Hier beschließen wir ohne Aussprache. Wer der Geschäftsordnung dem Antrag zustimmen kann, bitte schon das Handzeichen. CDU, FDP, GRÜNE, SPD, LINKE und Frau Öztürk. Einstimmige Annahme. Somit ist die neue Geschäftsordnung beschlossen und tritt in Kraft.
Dann kommen wir zu Punkt 19, Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses zu dem Dringlichen Antrag, Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE betreffend auch Ministerpräsidenten müssen kritische Fragen ertragen. Berichterstattung, Herr Kollege Frömmrich. Wir verzichten auf Berichterstattung. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen kann, bitte ums Handzeichen. CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, Frau Öztürk, damit mehrheitlich angenommen. Enthaltung, FDP-Fraktion. Ja, okay. Mehrheitlich angenommen, gell? Stimmt. Top 20, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Fraktion der FDP betreffend Neuorganisation der Autobahnverwaltung. Die Landesregierung hat geschlafen. Berichterstattung, Herr Kollege Reif, verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung jetzt zu? CDU, Grüne. Wer ist dagegen? FDP, SPD, LINKE und Frau Öztürk, damit mehrheitlich angenommen. 21, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu einem dringenden Antrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Landesregierung engagiert sich für die hessische Infrastruktur und die Beschäftigten von Hessen Mobil. Berichterstatter, Herr Kollege Reif, wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt dieser Berichterstattung zu? Das ist CDU und DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP, SPD. Wer enthält sich der Stimme? DIE LINKE, Frau Öztürk, hat noch dagegen gestimmt. Das geht dazu. Okay, damit mehrheitlich angenommen. 22, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017. Hier die nachträgliche Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen, außerplanmäßigen Haushaltsausgaben sowie der Vorgriff im Haushaltsjahr 2017. Berichterstatter Herr Kollege Landau, wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU, die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Übermitglieder des Hauses und der Zustimmung der CDU und der Grünen mehrheitlich angenommen. Und 23, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes betreffend Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofes 1/11 für das Haushaltsjahr 2017. Berichterstattung, Herr Kollege Landau. Wir verzichten auf Berichterstattung. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU und GRÜNE, die FDP, die SPD, LINKE und die Frau Öztürk. Damit ist das so angenommen. Schließlich 24, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen nach der Drucksache 19/6836. Wer stimmt hierzu? Alle Mitglieder des Hauses, damit einstimmig angenommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tagesordnung ist damit erledigt. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, außer der meinigen. Deswegen geben Sie mir 2 Minuten oder auch 5 Zeit, Ihnen einige Dinge noch zu sagen. Mit der heutigen Sitzung der 19. endet die der 115. endet die Legislaturperiode. Dies wäre eine passende Gelegenheit, Statistik vorzutragen über 5 Jahre Parlamentsarbeit, über 150 Plenarsitzungen, über eine dreistellige Zahl von Tagesordnungspunkten, unzählige Gesetze, Anträge, große und kleine Anfragen, Ausschussberichte und alles, was wir hier beraten haben. Ich will Ihnen heute aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, weniger diese Zahlen vortragen. Mit der heutigen Sitzung endet die Parlamentsarbeit von 34 Kolleginnen und Kollegen, 34, die wir offiziell am 17. Januar verabschieden werden, offiziell dann dort. Aber schon heute gilt an alle ein herzliches Auf Wiedersehen. Man muss nicht Abgeordneter sein, um im Hessischen Landtag gern gesehen zu werden. Deswegen Auf Wiedersehen. Und mehr dazu dann am 17. Januar. Ich habe hier eine Liste dieser Abgeordneten. Ich habe verzichtet darauf vorzulesen. Ich gebe Sie zu Protokoll. Es kann nicht schaden, wenn die im Protokoll stehen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die heutige Sitzung des Hessischen Landtags ist auch meine letzte Sitzung als Ihr Präsident. Nach gut 16 Jahren und 470 Sitzungen des Hessischen Landtags beginnt mit dem 5. April 2003. Endet diese meine Amtszeit. Ich werde dieses Amt verlassen, ohne Wehmut, das will ich schon betonen, aber wohl mit großer Dankbarkeit. Als es anfing, wusste ich nicht, was auf mich zukommen würde. Jetzt, wo es endet, bin ich um unmäßig viele Erfahrungen reicher, zumeist wichtige, interessante, schöne, gute Erfahrungen, manchmal auch nicht so positive, halt so, wie das Leben spielt. Meine Damen und Herren, im demokratischen Staat ist das Parlament das höchste Verfassungsorgan.
Unsere Verfassung schreibt dies unumstößlich fest. Zugleich legt die Verfassung fest, dass der Landtag aus seiner Mitte einen Präsidenten wählt, nicht mehr und nicht weniger, ohne Wenn und Aber. Diese Festlegungen tragen in sich die besondere Verantwortung für das Amt und seine Amtsführung. Diese besondere Verantwortung liegt in der Pflicht zur politischen Neutralität des Präsidenten bzw. der Präsidentin in Ausübung des Amtes. Und dies bedeutet in Umkehrung auch in gewissem Maße den Schutz des Amtes vor parteipolitischen Einvernahmen, woraus sich wiederum die Autorität des Amtes an sich ergibt. Unsere Verfassungsmütter und Verfassungsväter wussten schon, was sie seinerzeit in die Verfassung schrieben. Meine Damen und Herren, dieses Amt in all seinen Pflichten gegenüber dem Souverän und in seinen amtsbezogenen Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben, habe ich jederzeit als Auftrag verstanden. Sicher ist mir das nicht immer gelungen. Manchmal fühlte sich der eine oder andere auch verletzt durch mein Reden oder mein Handeln, und diesbezüglich bitte ich herzlich um Entschuldigung. Aber fehlerfrei ist niemand. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu seiner verfassungsmäßigen formalen Stellung ist das Amt des Parlamentspräsidenten nicht von dem öffentlichen Interesse wie die Ämter der zweiten Staatsgewalt. Es irrt also der, der meint, das Amt eines Parlamentspräsidenten verleihe Macht. Dem ist nicht so, bei weitem nicht so, und das ist auch gut so. Alle Macht geht vom Volke aus und damit in der repräsentativen Demokratie über das frei gewählte Parlament und nicht vom Parlamentspräsidenten aus. Das Parlament bedient sich bei der Erfüllung seiner demokratisch legitimierten Macht der Exekutive, also in unserem Fall der Landesregierung. Diese vielleicht wie Binsenweisheiten klingenden Feststellungen sind aber bei weitem keine solchen. Immer wieder bin ich in den 16 Jahren mit der Aussage begegnet worden, Sie sind doch der erste Mann im Staat, Sie müssen das doch regeln können. Gott sei Dank nicht. Eine Aussage wie diese, die zeigt, welches Wissen über unseren Staatsaufbau und die Verzahnung der Staatsaufgabe die tragenden Organe besteht. Auf der anderen Seite habe ich auch erfahren, dass der notwendige Respekt vor dem Parlament und damit auch seinem Präsidenten nicht immer dem Status dieses Amtes entsprach. Keine Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Sonntagen ist die Wertschätzung meist größer als an Werktagen. Meine Damen und Herren, wir haben in letzter Zeit in unserem Land an einigen Schulen begonnen, Rechtsstaatsklassen zu bilden. Das weist darauf hin, was nachzuholen ist. Als Erstes aber müssen wir als Vertreter des Volkes den Rechtsstaat vorleben. Rechtsstaat bedeutet Respekt vor den Verfassungsorganen und ihren Vertretern. Und zuvorderst müssen die Vertreter des Verfassungsorgans Landtag sich diesen nötigen Respekt selbst entgegenbringen. Bei allem, was an nötigen und auch unverzichtbaren Streit in der Demokratie sein muss. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe es mir in den letzten Jahren unter anderem zu einer besonderen Aufgabe gemacht, den Landtag auch als Lernort zu gestalten für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer und auch für die Erwachsenen, die uns besuchen. Meinem ständigen Plädoyer für eine verstärkte politische Bildung in unserer Republik insgesamt, wie natürlich in unserem Bundesland, wollte ich etwas Schützenhilfe leisten damit. Ich nutze die heutige Gelegenheit, alle zukünftigen Landtage und die Regierung aufzufordern, mehr Anstrengungen für die politische Bildung in unserem Lande zu unternehmen. Und nunmehr endet diese letzte Landtagssitzung des 19. Wahlperiode nicht mehr und nicht weniger. Es ist nur das Ende dieser Periode. Und es endet schlichtweg eine Amtszeit, auch hier nicht mehr und nicht weniger. Und es wird eine neue Wahlperiode beginnen und eine neue Amtszeit. Schlussendlich habe ich vielen zu danken, ohne die diese vielfältigen Räderwerk nicht ins Laufen bringen könnten. Ich danke meinen vielen Vizepräsidenten, die ja nicht immer kritisch betrachtet worden sind wegen ihrer Anzahl, nicht wegen ihrer Qualität. Ich bin froh, dass ich sie hatte. Sie vertreten in der Spitze des Parlaments sichtbar ihre Fraktionen, und sie haben uns und mir sehr viel geholfen. Ein Dank an die Mitglieder des Ältestenrates und die Führung des Parlamentsbetriebes, die damit verbunden ist, an die Mitglieder des Präsidiums, die die Verwaltungsarbeit des Landtags unterstützen, den Fraktionsvorsitzenden will ich mal danken, die nicht nur für ihre Fraktionen Verantwortung tragen, sondern in Summe für das ganze Haus mit allen, die in den verschiedenen Fraktionen des Parlaments tätig sind. Ein ganz besonderer Dank, das ist ein wirklicher, auch aus einer indirekten eigenen Erfahrung, zolle ich
den vielen parlamentarischen Geschäftsführern der letzten 16 Jahre vertreten durch euch, die ihr heute im Amt seid. Herzlichen Dank. Ihr habt eine harte Arbeit. Ich kenne Disziplinfragen. Ihr müsst Dinge vertreten, die nicht immer unbedingt aus eurem eigenen Kopf entstanden sind. Aber ohne die Geschäftsführer, liebe Freunde, würde jede Fraktion nicht so laufen, wie sie läuft. Das ist ein Dank von mir als Präsident an die Geschäftsführer. Allerdings ist es auch ein Dank von allen Abgeordneten an euch, die ihr diese Leistung vollbringt. Dankeschön. Und wir alle wären recht hilflos ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fraktionen. Und das funktionierende Netzwerk der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Angestellten, der Beamtinnen und Beamten der Landtagsverwaltung. Sehr geehrter Herr Landtagsdirektor von Unruh, Sie nenne ich besonders mit Ihren Abteilungsleitern stellvertretend für fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, inklusive den fast 50 Datenschützern, die uns in unserem Dienstbereich gehören. Der Direktor ist manchmal arm dran, vor allen Dingen dann, wenn wir permanent Überhangmandate erzeugen, wie jetzt. Aber es ist eine Kunst, liebe Freunde, das so zu machen, dass nicht hinter Riesenkonflikte auftreten. Und mir scheint, dass er auf einem guten Weg ist, auch die nächste Periode gut vorzubereiten. Aber das nur als ein Teil des Dankes an meinen Direktor. Wir haben also vielen zu danken, die zum Gelingen unseres Staates beitragen. Natürlich und sehr nachhaltig die zweite Staatsgewalt, unsere Landesregierungen, muss ich jetzt sagen, für meine Amtszeit. Meine Damen und Herren, das Verhältnis Parlament zur Regierung im Allgemeinen und Opposition zur Regierung im Besonderen bestimmt auch das Klima in einem Land und auch in einem Landtag. Abschließend, nach meinen Erfahrungen wird die Beeinflussung der Meinung der Bürgerinnen und Bürger nur sehr bedingt durch harte Debatten hier im Parlament, durch Untersuchungsausschüsse oder durch Skandalisierung und Ähnliches bestimmt. Da, so meine Empfehlung, aus Oppositionszeiten wie aber auch aus Regierungszeiten ist weniger sicher mehr. Den Landesregierungen sei aus Sicht des Präsidenten herzlich gedankt für die sachliche, faire und auch unaufgeregte Zusammenarbeit. Fair heißt, dass sie immer mit dem nötigen Respekt mir begegnet sind und dass ich immer meinerseits wusste und demgemäß auch die Regierung in ihr Recht pflichtgemäß gestützt haben, was ihr an Ehre und an Unterstützung gebietet. Meine Damen und Herren, die Regierung ist nicht irgendwas. Es ist ein schwerer Job, den die machen, die Minister. Sie sind immer irgendwo auf der großen Bühne. Und wir alle und Sie alle können mit ihnen kritisch umgehen, ja, bis hin, dass sie unter Umständen der eine oder andere auch den Rücktritt einreichen muss. Das ist ein harter Job. Davon bleibt ein Präsident in aller Regel verschont. Meine Damen und Herren, das wollte ich Ihnen heute sagen, weil es mir ein Bedürfnis war, Ihnen das zu sagen. Zu Beginn meiner Amtszeit am 5. April 2003 habe ich in meiner Antrittsrede im Parlament gesagt, Sie wissen gar nicht, was Sie sich eingefangen haben. Nach nun 16 Jahren wissen Sie es, und nun ist es auch genug. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, weil es noch nicht ganz fertig ist. Danke schön.